Das Erbe von La Salle in Spanien ist, verdichtet sich, das ist es nicht nur, aber verdichtet sich besonders in Sendobetania. Ich bin an und für sich seine, ich bin zwar von Yamada Roshi erkannt worden und später auch von Kubota Roshi, aber das alles, was Pater La Salle in Spanien, nach Spanien gebracht hat, das habe ich probiert weiterzugeben durch Übersetzung und so weiter. Habe probiert auch, es war auch kein Probieren eigentlich, es war eine enorme Synchronisation eigentlich. Und ich glaube, dass das Erbe von Pater La Salle verdichtet sich besonders in Sendobetania. Da gibt es noch andere Zen-Schulen, auch von der Richtung von Deshimaru zum Beispiel und von Narada Roshi in Granada, in den Alpujarras, und auch von Sambukyodan gibt es noch andere Abzweigungen. Aber die Richtung von Pater La Salle, das Erbe von Pater La Salle, wird vor allem in Sendobetania weitergegeben. Ich kann mich erinnern, einmal war Some-san bei uns. Some-san war ursprünglich Mönch gewesen in einem Rinzai-Kloster in Kamakura, in dem wichtigsten Rinzai-Kloster, und war Mordikus gegen die Christen, bis er Pater La Salle kennengelernt hat. Und später hat er dann Pater La Salle geholfen, Shimeikutsu einzurichten und einzurichten und aufzubauen, sagen wir mal. Als der Some-san bei uns war, da sagt er, das ist Shimeikutsu-Sinn. Das habe ich noch nirgendwo gefunden. Das ist Shimeikutsu-Sinn. Und woran lag das? Na, er sprach zum Beispiel, dass er beim Yatsa, da im Berg, das erinnerte ihn an den Gakuji, das Tee trinken im Sendo erinnert ihn an Shimeikutsu. Das ohne Zimmer im Sendo schlafen erinnerte ihn an Shimeikutsu. Das ist dann natürlich nicht ganz genauso, aber ähnlich. Das Vermögen zu improvisieren, das war nämlich am Ende des Sommers und wurde auf einmal kalt und dann mussten wir auf einmal wieder umziehen und das ging alles ganz einfach. Da waren verschiedene Dinge, warum er sagte, das ist Shimeikutsu-Zen. Und das habe ich nirgendwo gefunden. Und was es nun genau ist, außer dem, was er so punktweise gesagt hat, weiß ich nicht genau. Das Erbe von La Salle ist, dass er für Christen und im Westen die Tür geöffnet hat zu dieser so kostbaren Tradition, des Zen, und das so treu überliefert hat und so ehrlich und in seiner Weise so bescheiden.